Herzlich willkommen zu Deutschland akut, der Welttalk. Und das ist unser Thema heute. Der Countdown läuft. Sonntag ist Wahltag. Steinbrück oder Merkel? Der Wahlkampf eher Langeweile als umkämpfte Sachthemen. Steinbrücks Fettnäpfchen und Merkels weiter so bestimmten lange den Fang um Stimmen. Dabei werden brennende Themen der Republik, wie es zum Beispiel mit unserem Gesundheitssystem weitergehen soll, kaum angesprochen. Verpasste Chance oder kalkulierte Strategie? Merkel oder Steinbrück, wer ist besser für unser Land? Darüber diskutiere ich jetzt mit Benedikt Pöttering aus dem Vorstand der Jungen Union, der natürlich Angela Merkel gut findet. Und mit dem Juso-Chef Sascha Vogt, der mit seinen jungen SPD-Genossen für Peer Steinbrück kämpft. Viel Zukunft am Tisch, das wird spannend. Sascha Vogt, was fällt Ihnen dazu ein? Selbstverständlich Peer Steinbrück, der in einem Interview diese Gestik verwendet hat und damit wie überall anders auch klare Aussagen getroffen hat, anders als die Kanzlerin Angela Merkel. Welches ist denn die klare Aussage bei dieser Geste? Dass er nicht mehr sprechen möchte über irgendwelche Pannen oder sonst irgendwas, sondern über Politik sprechen möchte, zum Beispiel über die Frage, wie unser Gesundheitswesen finanziert wird. Also das heißt, wenn ich so mache, heißt es, ich möchte endlich über Politik sprechen? Wenn man sich dieses Interview so ansieht, dann heißt es das, ja. Herr Pöttering, wie bewerten Sie die Geste des Herausforderers, der Ihrer Kanzlerin gefährlich werden will? Also zuallererst muss man mal sagen, ich glaube, es ist nicht das Ziel von Peer Steinbrück, Deutschlands prominentester Mittelfinger zu werden. Das hat er damit aber, glaube ich, leider geschafft. Es ist für mich keine politische Aussage in dem Sinne, sondern einfach etwas, was jemand, der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden möchte, vielleicht so hätte nicht tun sollen. Ist er jetzt so humorlos, wie man klischeehaft der Jungen Union vorwirft? Ja. Also für Sie ist das humorvoll? Das ist humorvoll. Ich werde auch von vielen jungen Menschen darauf angesprochen, die das eigentlich ganz witzig finden und eigentlich auch eher einen Typen mögen, der mal eine klare Meinung vertritt, auch mal eine klare Gestik macht und nicht wie die Kanzlerin die ganze Zeit herumeiert und null Phrasen von sich gibt. Und warum ist es eines Kanzlers nicht würdig, auch mal ein bisschen lustig zu sein? Naja, ich finde, es sollte sich in einem Wahlkampf darauf konzentrieren, welche Inhalte man vertritt und welche Thesen für die Bürgerinnen und Bürger bei uns im Land von Bedeutung sind. Und man sollte sich dann nicht selber so hochstilisieren, dass dann über lange, lange Zeit nur über eine bestimmte Geste also geredet wird. Die einzige politische Aussage der Jungen Union ist doch die Merkel-Raute. Ich habe von der Jungen Union in diesem Wahlkampf noch wenig inhaltliche Punkte gehört. Entschuldigung, also reden wir doch mal über Inhalte gerne, weil in all diesen inhaltlichen Punkten liegen wir nämlich meilenweit vorne in der Gunst der Wählerinnen und Wähler. Naja, immerhin hat die Junge Union kein gestörtes Verhältnis zu ihrem Spitzenkandidaten. Du hast ja schon seit 2010 gesagt, dass Peer Steinbrück in der SPD keine herausgehobene Stellung mehr haben sollte, dass er die Partei verachtet. Also insofern muss man sagen, da passt nicht nur Programm, nicht zum Kandidaten, sondern auch Jugendorganisationen nicht zum Kandidaten. Ich habe mit Peer Steinbrück irgendwie vernünftig gesprochen, als er Kanzlerkandidat geworden ist. Wir haben inhaltlich gestritten, wir haben uns auf ein gemeinsames Programm geeinigt, jetzt machen wir gemeinsam Wahlkampf. Natürlich möchte ich, dass Peer Steinbrück Bundeskanzler wird. Aber eigentlich ist er ein bisschen zu rechts, ne? Ein bisschen zu sehr in der Mitte. Ein bisschen mehr links wäre schön, oder? Peer Steinbrück vertritt 1:1 das Wahlprogramm der SPD. Darauf haben wir uns geeinigt in einem langen Diskussionsprozess nach der Partei. Ich wusste gar nicht, dass jetzt auch schon die Nachwuchspolitiker, wie man sagt, so in so Politikerstanzen sprechen. Warum? Ich finde das ein ganz normaler demokratischer Prozess. Die SPD hat sich nach der verheerenden Wahlniederlage 2009 heftigen Diskussionen hingegeben über die Programmatik. Da waren wir Jusos immer ganz vorne mit dabei und haben den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, was anders werden muss. Und am Ende des Tages einigt man sich auf ein gemeinsames Programm. Das wird die CDU ähnlich tun, allerdings weitaus undemokratischer. Wir haben auch noch Bürgerinnen und Bürger beteiligt dabei und die befragt, was denn mit rein soll. Und wenn wir das einmal gemeinsam beschlossen haben, ist das natürlich die Grundlage, die auch Peer Steinbrück vertritt. Jetzt will ich Ihnen doch verraten, wofür diese Geste bei mir steht, und dann ist aber auch gut damit, an Sie gewandt. Für mich steht die, dass der Steinbrück, wenn man den wählt, also angenommen, ich käme auf die Idee, ihn zu wählen, dann könnte ich meine Stimme auch gleich wegschmeißen, weil er eigentlich sich mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem Ring stehlen wird. Er macht keine große Koalition mit. Für Rot-Rot-Grün steht er auch nicht zur Verfügung. Stimmt, ne? Für Rot-Rot-Grün steht er nicht zur Verfügung. Hat er gesagt, ja. So, das bedeutet, er ist eigentlich mit einer 80-90-prozentigen Wahrscheinlichkeit am Sonntagabend weg und meine Stimme dann auch. Finden Sie es eigentlich gut, dass er das so verengt auf, ich mache nur mit, wenn ich King of Kotelett bin, also wie Stefan Raab gesagt hat? Ja, warten wir doch erstmal ab, was am Sonntag geschieht. Die FDP ist gerade in Bayern krachend rausgeflogen und im Moment ist sie bei den Umfragen im Mund. Das heißt, es führt zur großen Koalition. Da ist er nicht dabei. Ist sie nicht sicher drin, die FDP? So, wenn die FDP nicht reinkommt, ist die Chance auf Rot-Grün sehr gut. Und ich finde es einfach nur offen und ehrlich von ihm, dass er sagt, für eine große Koalition stehe ich nicht zur Verfügung, weil er damit sagt, das Programm, was wir haben, können wir mit dieser Union so nicht durchsetzen.
Wie wirkt es auf Sie, wenn ein Kandidat sagt, ich mache nur mit, wenn ich der Kanzler von Rot-Grün werde? Aber er steht doch eigentlich für inhaltliche Punkte, für die es sich lohnte, weiterzukämpfen. Ja, ich muss sagen, mich erschreckt das Verhalten sehr, weil es Tür und Tor öffnet, dass wir am 22. September um 18 Uhr erleben werden, dass Per Steinbrück Geschichte ist und dann ein Sigmar Gabriel das Ruder übernehmen wird und dann Rot-Rot-Grün Tor und Tor öffnet, wenn wir nicht wieder eine bürgerliche Mehrheit haben in Deutschland. Das ist das, was du jahrelang propagierst, was deine Wunschvorstellung ist. Du sagst, man darf den Roten nicht mit Schaum vom Mund begegnen. Dann solltest du das uns gegenüber auch nicht tun. Ich bin vielmehr der Meinung, dass man sich nicht darüber Sorgen machen muss, was wird aus Per Steinbrück, sondern was wird aus unserer Republik, wenn die Linke mit in der Regierung sitzt. Okay, dann machen wir jetzt mal diese Rot-Rot-Grün-Vorhaltung müssen wir schon jetzt noch aufklären. Ja, das sind nur Märchengeschichten. Die Jugend, also die Jusos, deren Chef Sie sind, würden Rot-Rot-Grün auch nicht machen? Wir haben immer gesagt, dass wir uns eine engere Zusammenarbeit mit der Linkspartei durchaus vorstellen also können. Also das ist für mich aber die Formulierung, wir können uns und eine, machen das. Aber ich akzeptiere demokratische Mehrheitsentscheidungen in meiner Partei. Und meine Partei, alle Führungsfiguren haben gesagt, wir wollen das nicht, wir schließen das aus. Und das muss man ihnen glauben. Das ist so. Das muss man ihnen glauben, wenn man es aber doch nicht tut? Das sollte man ihnen glauben, weil alles andere würde bedeuten, dass man pauschal erstmal allen Politikerinnen und Politikern Lügen unterstellt. Und das finde ich von euch ziemlich unfair. Und das ist eigentlich auch nicht sonderlich bürgerlich, wenn man nur durch die Welt rennt und allen anderen Lügen unterstellt. Aber die Beschlusslage der Jusos ist doch, dass ihr Rot-Rot-Grün wollt. Nicht der SPD, sondern wir reden über deine Organisation und da ist die Beschlusslage Rot-Rot-Grün. Die Jusos werden ärgerlicherweise genauso wenig wie die Junge Union am 22.09. um 18 Uhr entscheiden, was passiert, sondern das werden unsere Parteien machen. Da sind wir eine Stimme in unseren Parteien, die ihre Meinung damit einbringen. Am Ende werden die Parteien insgesamt entscheiden. Also ehe wir uns um die Schwachstellen von Frau Merkel, einen habe ich noch. Gerne. Wir stellen uns den Sonntagabend vor, ja? Und es reicht für Rot-Rot-Grün. Ja? Also kann ja schnell passieren. Steinbrück sagt, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Gabriel sagt, wir müssen jetzt den Wählerwillen umsetzen. Es ist nicht mein Lieblingsbündnis, aber wir müssen den Wählerwillen umsetzen. Weiß er dann auf dem Weg Ihre Organisation hinter sich? Also ich stelle mir momentan vor, dass wir am Sonntagabend um 18 Uhr eine rot-grüne Mehrheit haben. Und danach werden wir alle erforderlichen Diskussionen führen. Jetzt lassen wir die FDP rausfallen aus dem Deutschen Bundestag, die Union noch ein bisschen abschmieren. Und dann ist eine rot-grüne Mehrheit in erreichbarer Nähe. Und dann schauen wir weiter. Der Witz an meiner Frage war, dass man eigentlich nur mit Ja oder Nein drauf antworten kann. Weiß er bei Rot-Rot-Grün die Jusos hinter sich? Ich halte nichts von Kaffeesatzleserei. Weil die Fragen, was am 22.09. um 18 Uhr oder vielleicht am 23.09., weil es ist ja vielleicht auch gesund, mal eine Nacht drüber zu schlafen, was man denn dann irgendwann tut, Montag geht Rot-Rot-Grün dann? Montag sollte die Partei für sich diskutieren, was sie mit dem Wahlergebnis anfangen soll, wenn es denn nicht Rot-Grün sein sollte. Aber ich gehe davon aus, dass wir gute Chancen haben. Und Sie sorgen sich um diese Hintertür, also ja? Die da eindeutig offen ist. Also es macht richtig... Wenn Sie sagen, Montag entscheiden wir dann, was mit dem Wählerwillen geschieht, dann ist die Tür offen. Nein. Alle in der SPD haben gesagt, Rot-Rot-Grün wird es nicht geben. Das heißt, das muss ich als junger Bundesvorsitzender leider akzeptieren. Letzte Bemerkung, wenn sozusagen es doch kommt, sind alle in der SPD Lügner. Ich gehe nicht davon aus, dass es kommen wird. Gut. Also ich muss noch da was dazu sagen, weil das ist erschreckt mich jetzt wirklich ein bisschen, weil am Ende sind wir Jugendorganisationen ja auch dafür da, um für Politik zu werben. Ja. Aber wenn du sagst, dass das Kaffeesatzleserei ist, ob man über so etwas diskutiert, das ist es nicht. Es ist ein Grundwert einer Jugendorganisation, ob man mit der SED-Nachfolgepartei der Linken in eine Koalition auf Bundesebene geht oder nicht. Das ist etwas ganz Prinzipielles, das ist etwas, was einen prägt, was auch die Organisation prägt. Das ist nichts etwas, was man von heute auf morgen leichtfertig entscheiden kann, sondern das muss aus der Organisation herauskommen. Das ist etwas, was nochmal mehr aufzeigt, dass ihr wirklich bereit seid, Rot-Rot-Grün, am Sonntag durchzuführen. Was wir Jusos tun, ist in bestimmten Projekten auch zusammen mit der Linksjugend zu wirken. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ein Flüchtlingsheim vor Nazis zu beschützen. Da seid ihr leider nicht mit dabei. Da würde ich mich freuen, wenn ihr mit dabei wärt. Und das machen wir dann gerne mit der Linksjugend. Aber wir Jusos entscheiden doch nicht, welche Koalition es geben wird, genauso wenig wie ihr das entscheiden werdet. Von daher kann man eine Meinung haben. Jetzt aber ist es ja auf keinen Fall so, dass die Kanzlerin keine Achillesferse hätte. Die Achillesferse der Kanzlerin ist, sie hat außer sich selbst kein Programm. Finden Sie eigentlich es richtig, mit dem Sturm und Drang einer Jugendorganisation, dass sie es allein verkürzt auf wählt Mutti, dann ist alles gut? Also ich glaube, die Qualität der Regierung gipfelt natürlich in Angela Merkel und das beste Programm und also die ganze Regierung hat kein Programm, oder? Der beste Nachweis, den man als Regierung haben kann.
ist, dass es 4 Jahre lang in Deutschland gut gelaufen ist, dass es gut regiert wurde, dass wir durch die Eurokrise sicher hindurchgekommen sind. Und ich glaube, wenn das durch eine starke Persönlichkeit wie Angela Merkel vertreten wird, ist es ein Glücksfall für eine Partei, aber auch für ein Land, dass wir eine Kanzlerin haben, der die Bevölkerung mehrheitlich mit großem Abstand zu Per Steinbrück vertraut und die uns nachweislich durch ganz, ganz schweres Fahrwasser in Europa geführt hat. Und dementsprechend ist auch die Jugendorganisation der Jungen Union sehr zufrieden. Viele junge Menschen in Südeuropa die Jugendarbeitslosigkeit geführt hat. Jetzt wollen wir mal gucken. Die Deutschen sind doch nicht schuld an der Jugendarbeitslosigkeit. Ein Kanzler oder eine Kanzlerin, die den Wahlkampf auf sich selbst fokussiert, wie wirkt es auf Sie? Achtung, der Gerhard Schröder hat das auch schon mal gemacht. Mich würde es freuen, wenn Angela Merkel im Wahlkampf mal irgendetwas Inhaltliches sagen würde und sagen würde, was sie denn gedenkt, in den nächsten 4 Jahren zu tun. Also das, was ich gerade gehört habe, war, dass es angeblich in den letzten vier Jahren gut gelaufen sein soll. Darüber könnte man jetzt lang und breit diskutieren. Aber ich akzeptiert, schaue nicht, Blick zurück. Ich schaue nicht so gerne in die Vergangenheit, sondern lieber in die Zukunft. Und da erlebe ich immer nur eine Herumgeeiere. Dann heißt das, oh, da haben wir vielleicht ein Problem, da müssen wir mal drüber nachdenken, etwas zu tun. Ich möchte klare Aussagen haben und dafür stehen wir. Weidet sich die CDU zu sehr an ihrer Vergangenheit und ist zu wenig auf die Zukunft ausgerichtet? Also ich würde sagen, das schimmert da ja durch. Dem Kollegen würde erstmal ein Blick in die Vergangenheit gar nicht schaden. Dann könnte er nämlich auch das Wirken der Linken und der SED Nachfolgepartei besser. Das haben wir jetzt geklärt. Das muss ein Vertreter einer Partei, die 150 Jahre alt geworden ist, in diesem Jahr nun wirklich nicht erklären. Wir wurden verfolgt von verschiedensten Organisationen, verschiedensten Regimen. Wir haben eine stolze Geschichte und ich glaube, wir haben immer historisch sehr verantwortungsvoll Da redest du jetzt über die SPD, nicht über die Jusos. Völlig richtig. Aber Angela Merkel macht ja auch ganz klar deutlich, was sie auch in den nächsten Jahren für Deutschland erreichen will. Und was mir auch als Bürger besonders wichtig ist, auch als guter Europäer, dass sie im Verhältnis auch zu den Sozialdemokraten sagt, keine Eurobonds. Sie sagt, es soll so weitergehen. Also das heißt, es entkoppelt sich Arm und Reich. Das heißt, es gibt immer mehr Aufstocker, die von ihrem einen Lohn nicht leben können. Das heißt, es gibt und so weiter. Da lassen sich etliche Felder benennen, die nicht gut aussehen. Und das soll auch alles so weitergehen? Also ich sehe das fundamental anders. Ich glaube nicht, dass wir in Deutschland sagen können, dass es uns unheimlich schlecht geht. Natürlich kann man in vielen Bereichen noch sagen, dass es einem besser gehen müsste. Aber wenn man sich unsere Situation anschaut im Verhältnis zum Rest von Europa, glaube ich, stehen wir noch hervorragend da. Und das ist auch ein Verdienst von Angela Merkel. Und dieses Beklagen, immer den Finger in die Wunde zu legen, das hat man ja auch in Bayern jetzt gesehen, bei der Landtagswahl. Die SPD hat es dort nicht geschafft zu verfangen mit Themen, weil es den Menschen einfach gut ging und gut geht unter der CSU-geführten Regierung. Die hat auch ihre Position für die Zukunft. Ja, gut, das war... Bayern ist nun auch Bayern. Also, Entschuldigung, ich finde, Bayern dient jetzt nun wirklich nicht als gutes Beispiel oder Pass pro Toto für die gesamte Bundesrepublik. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, da können wir uns auch mal an die Landtagswahl erinnern, was die CDU da geleistet hat und was die SPD geleistet hat. Also immerhin hat die CSU es geschafft, mehr Wähler in die Urne zu bringen, was Hannelore Kraft beim letzten Mal nicht geglückt ist. So, jetzt haben Sie sich ja beide gewünscht, wir sollen auch mal richtig inhaltlich werden. Das machen wir jetzt. Und zwar beim Thema Gesundheit. Das neben dem Thema Geld, nämlich Steuern, wahrscheinlich das Wichtigste und am Menschen naheste, dem Menschen naheste ist. Es gibt die Vorhaltung, Herr Pöttering, dass in der Amtszeit von Angela Merkel ein Zweiklassensystem entstanden ist. Die einen, die Reichen, können sich weiter eine gute Gesundheitsversorgung leisten. Die, die weniger Geld haben, scheiden nach unten aus und bald wird man es ihnen ansehen. Die, die reich haben, schauen gut aus. Die reich sind, schauen gut aus. Die, die weniger reich sind, denen sieht man an, oh Gott, Zahnersatz, keine Ahnung. Das ist auch eine Leistungsbilanz von Angela Merkel. Was kommt von Ihnen in den nächsten 4 Jahren, wenn Schwarz-Gelb weitergeht? Also ich glaube, zum allererst muss man mal sagen, dass Daniel Bahls, Bundesgesundheitsminister und in Zusammenarbeit natürlich auch mit der Kanzlerin, da einen guten Job gemacht wieder hat. Wieder rückwärts. Wir haben das System der privaten und gesetzlichen Krankenversicherung. Da kann man mit Sicherheit noch mal drüber nachdenken, ob man die Obergrenze einfach aufhebt und man generell sich aussuchen kann, in welche Versicherung man möchte. Aber für die Zweigliederung bin ich dabei. Die soll auch weiterhin bestehen bleiben. Ich finde, dass das Gesundheitssystem, was wir in Deutschland haben, auch wieder im internationalen Vergleich sehr, sehr gut. Also ich verstehe, Schwarz-Gelb regiert weiter, es bleibt bei privat und gesetzlich versichert, aber man überlegt sich Verbesserungen, Weiterentwicklungen, heißt es, glaube ich, im Politikerdeutsch. Genau. Was ist das Gegenmodell? Das ist Schwarz-Gelb. Das Gegenmodell ist ganz einfach, das ist die Bürgerversicherung, wo alle in einem System drin sind und vor allen Dingen endlich mal dann damit bricht mit dieser Zweiklassenmedizin, dass nämlich die Privatversicherten viel besser versorgt werden und Privatversicherten aber in der Regel diejenigen sind, die viel mehr Geld haben, die besseren Risiken sogenannt auch sind und wir dementsprechend mehr Solidarität haben und viel mehr Menschen eine bessere Gesundheitsversorgung ermöglichen. Das klingt jetzt, und das ist für mich ein zentraler Punkt bei dem Thema, das klingt jetzt so, als das klingt wirklich gut, also Abbau von Privilegien, gleicher behandeln, alle haben das Gleiche. Bei der Gesundheit geht einem das ja wirklich richtig, richtig tief rein. Was antworten Sie da als der Festhalter am bewährten System?
zu dem es ja doch viele kritische Fragen gibt. Also man muss ja in allererster Linie mal sagen, das Geld, was im Gesundheitssystem ausgegeben wird, kommt ja nicht vom Himmel, sondern das verdienen die Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande, die das dann jeden Monat in Form ihrer Steuer abdrücken müssen. Und wenn man einfach den Leuten immer wieder verspricht, das sollten wir auch gerade als junge Generation nicht übertreiben, es gibt nun mal nicht die Möglichkeit, jedem alles zu versprechen, sondern am Ende muss es erwirtschaftet werden. Und ich glaube, dass wir eine Versorgung haben in Deutschland, die im Moment sehr, sehr gut ist. Man kann nur immer wieder darauf hinweisen, schaut euch den internationalen Vergleich an. Da ist es wesentlich schlechter. Und wenn wir bei uns in Deutschland jemand krank ist, ist es egal, wer es ist, ist es egal, welchem Alter, er bekommt eine hervorragende medizinische Versorgung. So, aus seiner Sicht haben Sie jetzt 30 Sekunden Quatsch geredet, jetzt muss er antworten. Ja, weil also ich argumentiere ungern mit irgendwelchen wissenschaftlichen Studien und so weiter und so fort, sondern ich schaue mir mal ganz konkret die Lebensrealität der Menschen an. Und das, was mir im Wahlkampf auch immer wieder begegnet als Argument, und das habe ich selbst erlebt, weil ich war früher, weil meine Eltern entsprechend Lehrer waren, in der privaten Versicherung, bin in die gesetzliche Krankenversicherung gewechselt, habe das also mitbekommen. Die Wartezeiten allein für einen Facharzttermin sind in der gesetzlichen, wenn man im gesetzlichen Krankenversicherung ist, sind enorm lang. Kommen Sie in 3 Monaten wieder, ne? Das kann durchaus passieren. Und das finde ich ist ein unhaltbarer Zustand. Warum werden denn diejenigen immer besser behandelt, die privat versichert sind? Und ich mache jetzt keine unfinanzierbaren Versprechungen, sondern das Konzept der Bürgerversicherung sieht doch genau vor, dass wir alles in einen Topf tun, keiner jetzt mehr bezahlt, aber halt natürlich auch die jetzt in der privaten Krankenversicherung befindlichen mit in die Solidarität mit eingenommen werden. Wird es nicht am Ende doch so sein, dass der mehr Geld hat, halt besser versorgt wird, weil er kauft sich da noch was dazu und hat da noch ein Einzelbettzimmer und hat dort noch die Chefarztbehandlung. Ist es nicht sozusagen so ein Kampf? Nicht, dass man den nicht führen muss, dass Leute, die mehr Geld haben, besser versorgt werden als die, die weniger Geld haben, ist zwar schreiend ungerecht, aber eine Lebenswirklichkeit. Das werden Sie wahrscheinlich in einer Marktwirtschaft oder Kapitalismus oder wie immer man es nennen möchte, niemals aufheben können, das Problem. Aber würden Sie es gerne aufheben? Man kann es aber mindern über die Bürgerversicherung. Man kann erstmal dafür sorgen, dass alle eine gute grundsätzliche Versorgung bekommen. Da muss man dann sicherlich im Detail noch über Leistungskatalog sprechen und so weiter und so fort, wie viel Geld dann überhaupt zusammenkommt. Aber ich halte es erstmal für ein sehr solidarisches Projekt und es wird vielen Menschen danach viel besser gehen. Und mit dem Begriff, da müssen Sie noch was dagegen sagen, denn er nimmt für sich in Anspruch, dass das solidarische Modell. Mhm. Wie würden Sie es nennen? Also ich finde das heutige Modell auch schon sehr, sehr solidarisch, was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jeden Monat abdrücken. Ja. Ja, die Wartezeit natürlich. Was machen Sie gegen die langen Wartezeiten, Es gibt die Wartezeiten vereinzelt, das hört man ja auch immer wieder. Aber es ist doch auch Aufgabe der Politik, immer weiterhin auch zu probieren, in einem System, was staatlich gesteuert ist, es auch zu seinem Besseren zu verändern. Und da ist es natürlich so, wenn du warten musst, und das ist kein Notfall, ist das ein Zustand, der gegenüber einem Privatversicherten nicht in Ordnung ist. Da muss man weiterhin auch probieren, das besser anzugleichen. Aber du kannst doch nicht wirklich ernsthaft versprechen, wenn du für dem Modell, was ihr wollt, dann gibt es eine schmale Versicherung und das wird nichts ändern, weil genau dann, was gesagt wurde auch, dann wird sich derjenige privat zusatzversichern oder ihr werdet die Beiträge so weit hochschrauben, dass nachher die Bürgerinnen und Bürger am Ende des Monats einfach nichts mehr in der Tasche haben, weil die Beiträge für die Gesundheitsversorgung derart hoch sind. Dann möchte ich jetzt aber mal einmal kurz in die Vergangenheit blicken, dann doch mal. Oh. Wenn du sagst, das könnte man ja politisch alles verändern. Erstens, warum hat diese Bundesregierung, die schlechteste aller Zeiten, es nicht gemacht? Und zweitens, was kann man denn dann politisch tun? Das ist ja genau der Angela Merkel-Stil. Ja, also das ist ein Problem, diese langen Wartezeiten, da muss man was gegen tun. Ja, was denn? Die Bürgerinnen und Bürger da draußen erwarten klare Antworten. Wir geben eine sehr klare Antwort mit der Bürgerversicherung. Die kann man gut oder schlecht finden, meinetwegen. Kann man wählen oder nicht? Das ist aber eine klare Aussage. Aber wir haben ein Problem und wir müssen was dagegen tun. Und irgendwie haben wir es in den letzten 4 Jahren nicht geschafft und wir wissen auch nicht so recht wie. Das ist genau dieser Wischiwaschi-Kurs, auf den viele Menschen keinen Bock mehr haben. Also, wir sehen schon, hier ist schon das Duell losgebrochen. Wir machen jetzt in unserer Rubrik die 2, das absolut ultimative Vorwahlduell zwischen SPD und CDU. Die 2 heute mit dem Juso-Chef Sascha Vogt und aus dem JU-Vorstand Benedikt Pöttering. Und wir wollen jetzt das Gesten-Stinkefingerspiel von Peer Steinbrück und der Süddeutschen Zeitung spielen. Ich sage einen Begriff und Sie sagen nichts, sondern machen eine Geste. Alles klar? Wir gehen nacheinander durch. Der erste Begriff lautet Angela Merkel. Sind Sie noch wach? Nein. Gut. Große Koalition. Also ganz finden Sie es nicht schlecht, ne? Das ist ja so lala, oder? Kurz vorm Umfall. Kurz vorm Einschlafen und Umfall. Jetzt wird's einfach. Kommender Sonntag, 18 Uhr.
War das Bangen gegen sicheren Spannung. Jubel? Spannung gegen sicheren Jubel? Ja, da ist sicher meiner ganz sicher. Peer Steinbrück. So falsche Finger. Homo-Ehe. Marihuana legalisieren. Das haben Sie irgendwie so, ich weiß nicht, das ist die Politiker-Geste schon für den Wahlabend später mal, ne? Wenn es um die Kanzler geht. Wenn Sie quasi an Nein-Fragen stellen, dann ist es ja... Naja, man könnte auch mal lachen oder jubeln oder was auch immer. Aber ich habe noch Edward Snowden. Ist das spitze? Also das ist Zivilcourage und ein Verdienst für die Freiheit und Information. Und das? Ja, Edward Snowden, was er gemacht hat, hatte mit Sicherheit, war couragiert. Ob man es gutheißen soll, dass jemand Recht bricht, ist eine andere Sache. Was darauf passiert ist im Verhältnis zu den Amerikanern, und ist etwas, was uns... einen gibt es noch, Sie haben es geahnt, der Begriff lautet Stinkefinger. Das muss ich mir lange überlegen. Wir gehen... und bleiben in der letzten Runde bei Jugendorganisationen, Herr Vogt. Wenn historisch wenig junge Menschen zur Wahl gehen, es gibt Prognosen, die das befürchten, dann haben Sie doch einen schlechten Job gemacht in den letzten Wochen, oder? Ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass das so passieren wird, weil die Wahlbeteiligung bei den vergangenen Wahlen bei jungen Menschen jetzt nicht weiter schlechter war, als das bei älteren Menschen der Fall war. Also ich erlebe schon, dass sich viele Menschen für Politik interessieren. Und natürlich ist es auch unser Job, unser gemeinsamer Job, auch bei jungen Menschen dafür zu werben, zur Wahl zu gehen. Das können wir allerdings auch nur dann tun, wenn auch die Parteien eine entsprechende Programmatik haben. Ich glaube, die SPD hat das. Da haben Sie sich bei der Jungen Union ja was ganz Besonderes ausgedacht. In Karlsruhe war eine Art Flashmob. Und ich habe mir die Fotos vorhin noch mal angeguckt und habe, ich glaube, da waren 13 Leute und haben irgendwie die Raute von Frau Merkel getanzt. Hammer Einfall, würde ich sagen, der nicht ganz geklappt hat. Ist das die Zielgruppenansprache der Union? Das Schöne bei uns an der Jungen Union ist ja, dass wir überall im Land ganz dezentral auch bis in die Orte und Städte hinein verschiedene Aktionen machen. Und das ist okay, habe ich verstanden. Ja. Aber die war ja, also, naja, die ging durch die Schlagzeilen. Wir machen in Karlsruhe Sachen, wir machen in Berlin Sachen. Und die Merkel-Raute ist mit Sicherheit etwas, was auch im Wahlkampf für eine gewisse Form der Erheiterung sorgt. Und da wir ja nicht humorlos sind, so wie der Kollege uns das unterstellt, er weiß auch, dass wir es nicht sind, ist das natürlich auch etwas, was so ein bisschen dazu beiträgt. Und 13 junge Menschen, die sich für Politik engagieren, ist besser als gar keiner. Und wir sind in Deutschland mit 120.000 Mitgliedern unterwegs, das kann sich sehen lassen. Na gut, also wir sind jetzt seit Sonntag 7 Tage rund um die Uhr erreichbar bei unserer Aktion 7 Tage wach. Und da erreichen wir dann doch deutlich mehr junge Menschen über alle Kanäle, die uns irgendwie auch anschreiben. Das machen wir als einzige politische Jugendorganisation. Da schreiben uns sehr viele junge Menschen an und wollen nochmal sehr viel wissen. Wie viele sind denn sehr viele? 10, 100, 1000, 10.000? Wenn ich sage alle Kanäle, dann ist es ja schwer messbar, wenn ich jetzt Facebook nehme und Twitter und so weiter. Aber ich habe alleine irgendwie eine Stunde lang irgendwie mal E-Mails beantwortet. Da kamen in einer Stunde schon irgendwie so 15 oder 20 E-Mails mit rein. So, das ist irgendwie schon mal einiges, wo man sieht, auch nachmittags haben junge Menschen offensichtlich Fragen rund um die Bundestagswahl. So, da Sie ja sozusagen am Beginn einer großen politischen Karriere stehen, habe ich noch eine Aufgabenstellung zum Schluss. Die Politiker absolut lieben, sie müssen sich festlegen. Wann oder wie hoch muss die Wahlbeteiligung sein bei Jung- und Erstwählern, damit Sie sagen, wir haben einen guten Job gemacht? Ich gebe noch einen kleinen Tipp. Bei den 21- bis 24-Jährigen, also junge Menschen, war sie beim letzten Mal kurz vor 60%, knapp unter 60%. Wie viel müssen es sein, damit Sie am Sonntagabend, egal wie das Ergebnis ist, bei sich selber sagen, wir haben das gewuppt diesmal? Sie muss sich deutlich steigern. Also 60 plus X, ja. Würde man, so heißt es später dann. 60 plus X. Unser Ziel ist ganz klar, auch die jungen Menschen muss sie sich deutlich steigern. 70. Das hängt ja auch von der Gesamtwahlbeteiligung ab. Die Zahl. 70. 70% und Sie sagen, Sie sind richtig zufrieden. 70%, ja, dann bin ich auch nicht richtig zufrieden. Richtig zufrieden bin bei 100 ist es klar. Sind wir bei 100, ja. Okay. Sie haben lange Zeit gehabt, also eine schnelle Antwort. Wie viel Prozent? Ja, also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass wir am kommenden Sonntag mit der Wahlbeteiligung der jungen Menschen nicht so zufrieden sein werden, wie wir könnten. Mir wäre es am liebsten, wenn sie aber 80% oder drüber liegt. 80 plus, 60 plus. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob das was für das Wahlergebnis bedeutet. Keine Ahnung, denn das entscheiden sowieso Sie am kommenden Sonntag. Und tun Sie es auch, denn das Allerwichtigste ist nicht, ob Sie ihn oder ihn wählen, sondern dass Sie überhaupt wählen. Das wäre mein Wunsch fürs kommende Wochenende, denn wenn Sie mitgemacht haben, macht die nächste Woche und die Diskussion über den Wahlausgang umso mehr Spaß. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder bei Deutschland akut, dem Welttalk hier bei N24, Mittwoch 23:10 Uhr. Und dann reden wir drüber, was passiert ist am Wahlabend und was es bedeutet.